Na, Shenzen ist natürlich wirklich so das Modernste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Weil da gibt es ja auch gar keine Mischung mehr zwischen alt und neu. Ist alles neu. Ist einfach alles neu, ja. Und irgendwie ist bewundernswert, wie die das schaffen, die Maschine immer noch immer und immer weiter am Laufen zu halten. Schau mal hier, was das für ein fantastischer Blick ist. Das ist schon extravagant. Also es muss der Traum eines jeden Architekten, Stadtplaners gewesen sein, einfach mal freie Hand zu haben. Was man natürlich sieht, ist, wie das so wächst. Man sieht, wie die Zentren dieser wenigen Hochhäuser, die es früher gab, wie die so wuchern. Und hier finde ich auch die Architektur wirklich toll, beeindruckend. Schon im Zeitraum von 5 Jahren ist auf einmal wieder ein Gebäude da, was man auf einem anderen Foto von vor 5 Jahren noch gar nicht hatte. Du siehst dann auf Google grüne Flächen. In die grünen Flächen siehst du aber merkwürdigerweise solche Muster von Straßen eingetragen. Aha. Und wenn man dann auf einer richtigen Karte schaut, vom Hotel zum Beispiel, dann sieht man, ach so, ist ja längst alles voll von Hochhäusern. Aber das Google-Foto ist halt schon anscheinend vor 3, 4 Jahren gemacht. Aber wenn man sich dann natürlich vorstellt, wo China herkommt. Das ist ja auch irre, das ist ja vergleichbar hier mit dieser Stadt. Aus einem Zustand wirklich dritte Welt, was wir heute sagen würden, ärmste Verhältnisse, hat das Land in ganz, ganz kurzer Zeit, in wenigen Jahrzehnten, einen wahnsinnigen Aufstieg geschafft, sodass die hier, glaube ich, selbst völlig benebelt sind davon. Also die sind selbst wie im Traum und können es kaum fassen, sind irgendwie einerseits wahnsinnig stolz, wirklich sehr, sehr, sehr stolz, andererseits aber auch unsicher. Und vielleicht denken im Stillen, na, wer weiß, wo es hingeht, wie lange es hält. Oder? Also was mir auffällt, ist, dass klassische Musik hat, das ist omnipräsent. Also in jedem Kaufhaus, überall wirst du mit klassischer Musik berieselt und nicht mit der Musik, die bei uns läuft. Die Musik ist eigentlich überall, in allen Kulturen, sehr stark ein Symbol. Ein Symbol für Gemeinschaft. In dem Augenblick, wo wir hier sitzen in einem Saal mit 2.000 bis 2.500 Menschen, erzeugen wir, und alle an, also die Musik generell, erzeugen wir ein Gemeinschaftsgefühl dieser Menschen. Deswegen suchen asiatische Länder und Völker über die Musik den Anschluss und die Gemeinschaft mit dem Westen, der natürlich bei allem Erfolg, wirtschaftlichen Erfolg hier immer noch ein Sehnsuchtsort ist. Inzwischen gibt es so viele Möglichkeiten, hier zu spielen. Man könnte eigentlich wochenlang nur durch China reisen.